Ihr Lieben, wenn ihr uns schon sehen und hören könnt, dann hätte ich jetzt gerne hier mal einen Herzregen und einen Umarmungsregen für die Resi, dass sie sich Zeit genommen hat, am Sonntagmorgen um 9 Uhr hier mit mir live zu gehen und euch zu verraten, wie sie 2021 alle Erfolgsbremsen gelöst hat oder alle Bremsen gelöst hat, alle, ja, wie sagt man, Vollgas im Ferrari gegeben hat, im übertragenen Sinne und durchgestartet ist und sich zur erfolgreichen Unternehmerin, Mutmacherin, Unterstützerin, Wegbegleiterin entpuppt hat. Und Resi, ganz, ganz herzlich willkommen. So schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe mich so gefreut hier auf das Interview heute Morgen. Herzlich willkommen hier in unserer Erfolgs-Community, unsere VIP-Powerfrau in der Irmgard-Anna-Bonder-Akademie. Resi, stell dich doch mal kurz vor, erzähl ein bisschen was zu dir. Yeah! Du wundervolle Seele, die jetzt zuschaut, ihr wundervollen Seelen, die jetzt zuschaut. Ich sage ein herzliches guten Morgen an euch. Und dir, liebe Irmgard, vielen, vielen Dank für die ganz, ganz liebe Einladung hier heute Morgen in der Community, ja, so ein bisschen zu plaudern. Genau. Resi, ich habe schon gesehen, Herzregen funktioniert, Umarmungsregen auch. So schön, ihr Lieben. Also hier mal, hallo wach am Sonntagmorgen um 9 Uhr. Diejenigen, die durchstarten wollen, die starten morgens hell wach, topfit und voll guter Energie aus dem Bett und auch am Sonntagmorgen. Richtig, Resi? Genau. War weder bei mir noch bei dir im Leben immer so. Es gibt eine Vorgeschichte zu unserem heutigen Leben. Und deshalb gebe ich gern mal direkt so an dich ab. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wo du standest, als wir uns kennengelernt haben. Und ja, dann gehen wir da einfach so ein bisschen durch und plaudern aus dem Nähkästchen. Genau. Ja, da muss ich etwas weiter ausholen. Und zwar für diejenigen, die es, ja, das nicht mitbekommen haben, nicht so mit mir verbunden sind, über Facebook etc. Ich habe im September einen Online-Kongress gestartet mit dem Thema, die Sucht gebraucht zu werden. Und das war für mich ein riesen Sprungbrett. Und einige Zeit vorher habe ich natürlich da auch meine Bremsen lösen können. Und deshalb möchte ich jetzt einfach ein bisschen weiter auch ausholen, um nachher dann auf den Punkt des Kongresses wieder zurückzukommen. Also dieser Online-Kongress ist ein Riesen, war und ist ein Riesenbeitrag. Er hat mich so richtig in die Kraft geführt. Da ist die Energie so richtig durchgestartet mit mir auch. Und ja, ich spürte mich auch so ein bisschen oder fühlte in mir auch so ein bisschen mich verantwortlich dafür, meine Botschaft, nämlich die Co-Abhängigkeit, die Sucht gebraucht zu werden, dieses Thema, was eigentlich so in der Gesellschaft nicht wirklich anerkannt ist, einfach auch mal zu beleuchten. Und da war diese Plattform Online-Kongress für mich der ideale, also die ideale Plattform, um mit diesem Thema quasi in die Welt zu gehen. Mhm. Und das ist auch jetzt so eines meiner größten Erkenntnisse, dass es ein Riesenbeitrag ist für die Menschheit da draußen, mit diesem Thema in die Welt gegangen zu sein. Und ja, im Nachhinein bin ich sehr, sehr glücklich darüber, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Ja. War es immer einfach? Nein, es war nicht. Ne? Es war nicht immer einfach. Es ist das große, große Thema sichtbar werden. Ja. Was für mich die zweite Erkenntnis ist. Ich durfte mit diesem Thema sichtbar werden. Und da möchte ich gerade ein bisschen zurückfahren. Und zwar so ungefähr. Also ich bin schon gefühlt seit über 20 Jahren unterwegs mit der Frage, wer bin ich, was
steht in meinem Leben an? Was ist mein Seelenplan? Was ist meine Lebensaufgabe? Und 2017 hatte ich einen Burnout und musste in die Reha. Und da habe ich, weil es gab kein Fernsehen am Zimmer, wo man sich schon mal so ein bisschen mit ablenken konnte, dann habe ich mir quasi in diesem Bereich, in diesen Sitzlounges, wo es Internetzugang gab, einen Kongress nach dem anderen angeschaut. Okay. Wenn das Wetter mal nicht so war, dass man raus konnte. Und ja, und da war ich so begeistert von Online-Kongressen, dass es also Möglichkeiten gibt, sich über einen Laptop, übers Handy quasi in solchen Online-Kongressen einzuklinken, da auch, dass über bestimmte Themen gesprochen wurde und ja, ich mich ein Stück weit weiterbilden konnte. Ich bekam Aha-Erlebnisse, ich bekam neue Erkenntnisse und dann dachte ich, wow. Ja, und das hat sich dann nachher so weitergeführt. Und das Tolle daran war auch, dass man es einfach von zu Hause aus machen konnte. Man brauchte nicht irgendwie zu irgendwelchen Workshops fahren, an Seminaren teilnehmen, was ich bis dato gemacht hatte. Und ja, das waren so die Anfänge, dass ich einfach gedacht habe, das ist so eine tolle Plattform. Aber das Thema nie weiter, also ich bin dieser Energie nie weitergegangen. Und ja, so kam es dann, Jahr für Jahr ging es dann irgendwie weiter. Und für mich war irgendwie die Erkenntnis, es waren zwar immer nur so kleine Aha-Erlebnisse, die ich hatte, aber wie wir alle wissen, dass es einfach die Summe macht es letzten Endes. Ne? Und das ist natürlich ein Wissen, was man empfangen kann, aber das Wissen alleine, wie wir auch wissen, bringt es nicht. Da muss man dieser Energie folgen und auch ins Handeln kommen. Sonst bringen die tollsten Kongresse nichts, wenn man dann danach sich die Dinge quasi reinzieht, aber danach nicht in Wallung kommt, dass man diese Schritte halt eben auch weitergehen darf. Genau. Ja, und so kam mit der Zeit immer mehr Bewegung ins Spiel und ich habe dann mal wieder an einem Workshop teilgenommen. Und aus dieser Workshop habe ich eine Frau kennengelernt, mit der habe ich dann auch über Zoom zum Beispiel Meditationen geübt und solche Dinge. Und die hatte schon einen Online-Kongress ins Leben gerufen. Und immer wieder tauchte das Thema Online-Kongress in meinem Leben immer wieder auf. Und ja, dann hat sie zu mir gesagt, sie könne mir das zeigen. Aber damals war ich einfach noch nicht so weit. Ich hatte einfach noch zu viele Ängste, weil es war auch für mich die Vorstellung, mit so etwas in die Welt zu gehen, mit all dieser Technik, die da auch hinten dran hängt. Das war für mich unvorstellbar und ich hatte den Mut nicht dazu, da auch weiterzugehen. Ja, und so blieb es dann. Und dann, ja, in meiner weiteren Entwicklung kam dann die Zeit, dass ich auf dich aufmerksam wurde. Und ich blieb am Ball. Und ja, ich entschloss mich dann, von dir begleitet zu werden. Du wurdest meine Mentorin und etwas, was zu dem Zeitpunkt für mich vorrangig war, war einfach meinen Seelenplan zu entdecken. Und das ist etwas, was ich dann schon viele, viele Jahre in mir trug, dass ich davon überzeugt war, wirklich überzeugt war, dass dies ein Sprungbrett ist, um aus der alten Realität rauszukommen und sich eine neue Realität zu erschaffen. Und das war für mich so ein inniger Wunsch, dass ich das Thema Online-Kongress zuerst einmal, war für mich gar kein Thema zu dem Zeitpunkt. Also das war für mich wirklich vorrangig und wichtig war für mich, dieses Sprungbrett zu nutzen, um einfach diese neue Realität zu erschaffen und wieder Freude,
und Leichtigkeit ins Leben zu bringen und dann zu schauen, was kommt daraus, was ist für mich alles möglich und dann halt eben Schritt für Schritt da auch weiterzugehen. Und ja, da bin ich bei dir wirklich in ganz, ganz wundervollen Händen gewesen und bin es auch jetzt noch. Und bin dann Schritt für Schritt diese Dinge all gegangen und es war nicht immer einfach. Es war auch für mich eine sehr intensive Zeit und ich war einfach zur rechten Zeit am richtigen Ort. Ja. Und so ist mein Seelenplan entstanden. Und heute begleite ich Menschen dabei, sich aus den Verhaltensmustern der Co-Abhängigkeit, der Sucht gebraucht zu werden, zu lösen und wieder zurückzufinden in ein selbstbestimmtes und auch erfülltes Leben. Ja, ja, ja. Du hast ja selbst auch eine Erfolgs-Community inzwischen. Magst du uns mal den Namen verraten? Genau. Meine Erfolgs-Community, die folgt dem Ruf der Seele und lebe deine Berufung. Mhm. Das ist etwas, was für mich wirklich ein sehr, was ja mit dem Seelenplan zu tun hat, ein sehr fundamentale Erkenntnis ist. Ja, ja, ja. Denn dann das zu tun, was einem entspricht, und dann kommt die Freude, die Leichtigkeit von ganz allein. Genau. Ich würde mal noch mal an das Thema zurückgehen, Seelenplan entdecken. Und da würde ich, glaube ich, mal, oder vielleicht können wir beide heute mal mit so einem kleinen Mythos da aufräumen. Weil viele haben so die Idee, wenn ich den Seelen, also grundsätzlich mal, wie du schon gesagt hast, den Seelenplan zu kennen, die eigene Lebensaufgabe zu kennen, von das als Sprungbrett zu nutzen von der Realität, wie man sie nicht mehr haben möchte, in die neue Lebenswirklichkeit, in die neue Realität, um es in deinem Fachjargon auszudrücken, zu hüpfen. Dazu ist es essentiell hilfreich und wichtig zu wissen, was ist meine Mission, warum bin ich überhaupt hier? Das Thema ist nur, und da kannst du gerne ein bisschen was zu sagen, Resi, wie du das damals empfunden hast. Viele glauben, wenn ich den Seelenplan habe, dann schreie ich einfach nur, ja, das ist es, genau, jetzt starte ich durch, yes. Aber oftmals ist es so, dass man denkt, oh, okay, Universum, das ist mein Seelenplan. Magst du da mal was zu sagen? Genau, da kann ich sehr gut was zu sagen, weil auch ich dieses Empfinden hatte. Um kurz meine Geschichte nur ganz kurz anzusprechen. Also die Alkoholsucht meiner Mutter begleitet mich schon seit Kindertagen. Und und meine Mission ist es, wiederum die Menschen zu begleiten, die in genau diesen Verhaltensmustern gefühlt feststecken. Und sie zu begleiten, da herauszukommen und ihr das Leben zu führen, was sie möchten, dass sie eine neue oder ihnen auch zu sagen, dass welche Möglichkeiten bestehen, dann eine neue Realität zu schaffen. Es gibt immer, immer, immer Möglichkeiten. Und das war bei mir genau, habe ich gedacht, ich würde so gerne mit diesem Thema, dieses Thema loslassen. Mhm. Ich würde gerne dieses Thema abschicken, wegschicken, mit dem Thema gar nichts mehr zu tun haben wollen. Mhm. Weil ich hatte auch dann diesen Break, dass meine Mutter verstarb und ich das Gefühl habe, so jetzt kann ich endgültig davon Abschied nehmen. Mhm. Und genau das war nicht der Fall. Und da musste ich mehrmals schlucken und ich habe hin und her überlegt und gedacht, ja, was mache ich denn jetzt? Und da gab es auch einige Gespräche. Und aber mit der Zeit wurde mir immer mehr und mehr bewusst, dass all die Geschichten, das sind zwar Geschichten,
aber die man auch lösen kann. Aber manchmal bedarf es halt eben auch einem bewussteren Weg der Heilung. Und das war für mich der Fall, dass ich quasi durch dieses Bewusstsein mit diesem Thema auch weiter in die Heilung kommen würde und was auch letzten Endes immer mehr geschehen ist. Ja. Und dafür bin ich heute sehr dankbar, ja, dass das Leben mir diese Möglichkeit geschickt hat, über diesen Weg wieder mehr auch selber in die Heilung zu kommen. Ja. Und das ist etwas, was das Universum mir geschickt hat. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich davon etwas erzähle. Genau. Und bin einfach nur dankbar. Und so hat jeder seinen Plan vom Leben. Und es sind ja meist die Herausforderungen, die man gemeistert hat und wo dann letzten Endes der Seelenplan hintersteckt. Und genau. Das ist einfach das, was das Leben uns schenken möchte. Und das ist so wertvoll, dem zuzustimmen und den Mut zu haben, da auch weiterzugehen. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Ja, wow. Danke, Resi. Und da ist jetzt auch deutlich geworden, bei deinen Ausführungen, wenn es darum geht, wie du sagst, ein Sprungbrett zu nutzen, von der einen Realität in die neue Lebenswirklichkeit, wie man es wirklich haben möchte, zu switchen, da verlässt man ja absolut die Komfortzone. Da betritt man Neuland. Und dann gibt's unser Großhirn, unser Kleinhirn und unser Stammhirn. Das kannst du dir so vorstellen, da gibt's so eine Kommunikation. Unser Stammhirn mag keine Veränderung. Das mag das Gewohnte. Das mag das, wo es sich sicher fühlt. Und dann sagt zwar auf der einen Seite ein Teil des Gehirnes, ja, genau das machen wir. Und dann kommt da, und das kriegen wir gar nicht so richtig mit, diese Stimme, weil da synaptische Verbindungen in unserem Stammhirn drin sind, auf gar keinen Fall machen wir das. Mit meinem Seelenplan, mit diesem heiklen Thema, auf die Bühne des Lebens gehen? Auf gar keinen Fall. Nein. Da bleiben wir mal schön in unseren Mustern. Und dann, ja, so schlecht geht es mir ja gar nicht. Und ich könnte ja mit dem Thema was machen und so. Und schon schippern wir wieder in der Gegend rum. Und da ist dieses Sprungbrett, was du genutzt hast, so genial, tatsächlich einen Online-Kongress zu machen. So fantastisch. Dieser Online-Kongress ist ja nicht irgendwie von einem Thema entstanden, sondern er entspricht ja wirklich deinem Seelenplan. Das ist das große Geheimnis, was sich dann auch dahinter verbirgt. Von Online-Kongress machen oder Online-Kongress machen mit dem Thema Seelenplan, was wirklich mein eigenes Ding ist. Und man steht nicht alleine sofort auf der Bühne, sondern hat ja wunderbare Interviewpartner und Sprecher dabei. Das ist schon mal ganz genial für dieses Sprungbrett. Und noch genialer ist, dass man sich mit Menschen unterhält, mit denen man sich sonst gar nicht unterhalten könnte, weil die überhaupt nicht greifbar sind. Wie war das für dich, so die ersten Interviews zu führen mit Menschen? Ich weiß noch zu gut von mir, wie das war. Ich habe ja 2016, 2017 auch Kongresse gemacht, wo ich gedacht habe, wow, Schnappatmung, mit dem darf ich jetzt sprechen. Und es gibt ja auch ein Gespräch vor dem Interview und ein Gespräch nach dem Interview und solche Dinge. Wie war das bei dir, Resi? Was hat das alles mit dir gemacht? Also, das grenzt an Wunder, was das alles mit mir gemacht hat. Um noch mal ein Stück weit noch mal zurückzugehen. Also, für mich war es sehr, sehr wertvoll. Du sagst, hast eben angesprochen, wenn man sich dazu entscheidet, diese Komfortzone auch zu verlassen, ist egal, was man an Projekten vorhat, das spielt jetzt keine Rolle. Es ist äußerst, für mich war es äußerst wichtig, jemanden an meiner Seite zu wissen, der mir wirklich da auch zur Seite steht und mir Schritt für Schritt auch zeigt, das und das darfst du jetzt umsetzen. Du hast mir die Impulse gegeben oder deine Mentoren an deiner Seite, ihr habt die Impulse gegeben, umgesetzt habe ich das selber. Mhm. Aber es war so wichtig,
auch Beistand zu haben, wenn es mal nicht so gut lief. Und das hat mir unheimlich viel Kraft auch gegeben, dann da auch weiterzugehen, wieder aus gewissen Tiefs auch rauszukommen wieder, wenn es dann mal nicht so gut lief. Ne? Denn in den Vorbereitungen ist schon teilweise Arbeit und es kommen auch Dinge hoch, die dann auch nicht so angenehm sind. Ne? Mm-hmm, mm-hmm. Aber als es dann schon, als dieser Kongress stand und so weit stand, dass ich die ersten Interviews geben konnte, ich weiß noch so gut, als ich an einem bestimmten Tag alle Interviews, alle Anfragen an die Referenten, die ich angeschrieben habe, ich hatte mir natürlich vorher einen Plan gemacht und so, die habe ich alle an einem Tag rausgehauen, die Anfragen. Und innerhalb einer Woche standen die Termine zu den Interviews. Da haben diese 35 Referenten, die ich quasi im Online-Kongress interviewt habe, die standen nach einer Woche da und haben sich gefreut, ein Beitrag im Kongress zu sein. Und das war schon der erste Schub, den ich hatte. Da haben sind noch gar keine Interviews gelaufen. Da hatte ich schon einen Energieschub bekommen. Einfach, das ist jetzt das, was jetzt dran ist. Und dafür gehst du auch jetzt. Ja. Und das sieht man, wenn ich ganz kurz da mal was noch hinzufügen darf, Resi, das sieht man. Vorher denkt man, wow, ich auf die Bühne meines Lebens gehen und dann auch mit dem heiklen Thema. Nein, auf gar keinen Fall, sagt so die Stimme da hinten. Und dann passiert sowas, du schickst raus, war ja alles geplant und abgestimmt, und du schickst raus und das Postfach füllt sich und daran sieht man, als hätten die alle darauf gewartet, dass die Resi mit ihnen Kontakt aufnimmt. Und daran siehst du, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, was alles im universellen Feld für dich vorbereitet ist, wenn du dich dafür entscheidest, auch dafür zu gehen. Und diese Stimme hier hinten wahrnimmst, okay, da ist jetzt eine Schranke, da sagt alles, nein, kann ich nicht, will ich nicht, mach mich doch hier nicht zum Deppen und oute mich doch nicht oder keine Ahnung, was da auch immer an Geschichten ist. Hey, ja, da kommt jetzt alles hoch, was in mir verborgen ist. Das ist der Weg, da gehe ich durch. Mhm. Und dann kann das Universum agieren. Mhm. Ja, Resi, ich gebe nochmal an dich ab. Wie ging es weiter? Erste Interviews. Ja. Es startete dann mit den Interviews. Klar, das war natürlich auch für mich wieder Komfortzone verlassen. Ich war natürlich während der ersten Interviews richtig, richtig auch nervös. Mhm. Aber so nach einigen Minuten der Kommunikation wurde das natürlich immer weniger und weniger. Und ich hatte so liebevolle Gegenüber. Ja, die wissen natürlich auch, die haben meist selbst schon so einen Kongress gemacht und wissen genau, wie ich mich gefühlt habe und gehen natürlich da auch einem entgegen. Und für mich war es nur, ich habe wirklich so Menschen interviewt wie Bruno Württemberger oder Uwe Albrecht, Sabrina Fox und viele, viele andere. Namhafte Anne Heinze, das sind alles so Menschen, wo du dann auch denkst, deren Bücher ich Jahre zuvor gelesen habe und jetzt habe ich die vor mir sitzen und dann denkst du, wow, was ist da passiert? Genau, genau, genau. Ja. Und dann hast du es ja sogar geschafft, noch die Aufmerksamkeit von Buchautoren zu erwecken. Und durftest die Erlaubnis geben, da auch in einem Buch mit allen deinen Geschichten, deiner Lebensgeschichte und mit deinem Thema erwähnt zu werden. Das Buch, das ist noch im Druck, das wird erst erscheinen, das wirst du ja dann auch sicher rechtzeitig noch bekannt geben. Wie genial ist das bitte? Wie genial ist das?
Und Resi, wenn es so eine Kugel gegeben hätte, die dir das so alles irgendwo in einer Chronik gelesen hätte, so kartenlegemäßig oder wie auch immer, was hättest du da gesagt? Never, ne? Ja, das eröffnet Möglichkeiten, die ich mir vorher nicht zu träumen gewagt habe. Ja, ja, ja. Ja, und das sind auch so die drei wichtigsten, für mich, die drei wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Kongress heraus, dass A, das mit dem Thema rauszugehen, dass ich es als meine Pflicht angesehen habe, die Menschheit darüber zu informieren. Dann für mich, für alle, das Thema sichtbar werden. Und das dritte ist für mich, Wunder geschehen. Und das ist, ja, dazu gehört, wie du es auch schon angesprochen hast, wenige Tage nachdem der Kongress begonnen hat, hat mich jemand angeschrieben, die Teilnehmerin des Kongresses ist, und sie mir sagte, ich wäre für sie das Abbild, wie hat sie sich ausgedrückt, das Abbild einer resilienten Person, im Sinne von steh auf und Glücksmännchen. Ja. Und sie hat mich und meinen Interviewpartner, den Uwe Albrecht, dieses Interview hat ihr sehr, sehr gut gefallen, in ihrem Buch erwähnt. Und ja, wenn es soweit ist, werde ich natürlich da auch drüber erwähnen und werde mir natürlich selber auch ein Exemplar. Ja. Was hat es mit dir gemacht, Resi, als der Kongress dann so an den Start ging und die Community sich gefüllt hat, immer mehr Anmeldungen kamen? Es waren ja über 3000 noch was Anmeldungen. Was hat das mit dir gemacht, wie du gemerkt hast, wow, mit meinem Seelenplan, mit meinem Thema stehe ich jetzt auf der Bühne mit so vielen wunderbaren Menschen zusammen und die Nachfrage ist so groß, dass da ständig Menschen sich anmelden. Wie war das für dich, Resi? Also in der Zeit des Kongresses hatte ich wirklich alle Hände voll zu tun in diesen 10. Also es waren nachher fast 15 Tage mit nochmal Interviews zeigen und so. Und ich hatte noch so ein paar Special-Gäste. Da blieb mir eigentlich sehr wenig Raum, um das zu reflektieren. Das kam erst, später. Aber ich habe mich so als wenn ich mich aus meinem Denken aus der Box heraus, aus dieser Box herausgewachsen bin. Und es hat mir natürlich mehr Selbstwert gebracht, mir mehr Selbstvertrauen gebracht, mich mehr in meine Selbstliebe auch gebracht. Ja. Und also wundervolle Dinge, die, wo ich jetzt von zehren kann. Und ich bin natürlich äußerst dankbar, jetzt quasi all diese Teilnehmer, die mit diesem Thema in irgendeiner Weise verknüpft sind, denen die Möglichkeit zu geben, denen dann auch zu zeigen, was für sie alles möglich ist. Also im Prinzip das weiterzutragen, was ich selber, also meine Botschaft jetzt war auch weiterzutragen, dass ich das Fundament durch diesen Kongress auch geschenkt bekommen habe. Es ist für mich ein Geschenk, was daraus resultiert ist. Ja. Und ich weiß noch, wie du gestaunt hast, als wir dann Sessions, wir hatten ja eine Standline quasi während des ganzen Geschehens. Nicht nur ich, auch mit meinem Team, ja? Also es war ja ein ganzes Team im Hintergrund, kann ich jetzt gleich gerne nochmal sagen. Nochmals vielen, vielen Dank an das Team. An Madeleine und an Norman. Genau. Alle, die da noch so beteiligt waren. Genau. Kari, Johannes. Genau. Markus, natürlich. Genau, auch. Nicht zu vergessen, ja. Er hat mich mal richtig aus der Bedrulle rausgeholt, als ich nämlich
eine Zoom-Live-Schaltung in meine Community gemacht hat, einen Special Guest hatte und die Verbindung nicht geklappt hat. Da hat er mir echt mal wirklich Beistand geleistet, der Markus. Und ja, vielen, vielen Dank nochmals dafür. Da bin ich ganz schön ins Schwitzen gekommen. Aber das sind auch so Sachen, es ist live, ne? Ja, da ist es wichtig, dass man halt Menschen an seiner Seite hat, auf die man zurückgreifen kann. Wir waren ja komplett da alle miteinander involviert, ja. Und egal, ob es abends 10 war oder morgens um 6, 7, es war immer jemand da, es war immer genau. Jemand verfügbar, es war immer Hilfe da. Und dann weiß ich noch schön, wie dann auch so die ersten Pakete verkauft wurden. Es waren ja über 60 letzten Endes, ist zumindest mein Stand. Du hast da aktuellere Zahlen. Wie easy es dann einfach auch ist, tatsächlich auch die Botschaft steht an erster Stelle. Aber letzten Endes auch den Mehrwert so zu stiften, dass Menschen auch die Möglichkeit haben, sich begleiten zu lassen, wo auch das Gegenüber an der ersten Stelle steht. Und letzten Endes, was daraus erfolgt, ist der Erfolg auch im Hinblick, Menschen zu ermächtigen, sich begleiten zu lassen, in dem Falle ja auch von dir. Und du hast während des Kongresses über 60 Mal dein Programm verkauft. Genau. Genial. Genau, genau. Genial. Genau. Und ich weiß noch schön anschließend, das hast du ja eben so angedeutet, so einen Tag nach dem Kongress hatten wir, glaube ich, einen Call, wo du dann erstmal 1 oder 2 Wochen auch gesagt hast, jetzt ist Urlaub. Jetzt genau. Ist einfach eine Auszeit. Und ich weiß auch schön noch, wie ich zu dir gesagt habe, genieß es. Und da ist dir so langsam im Nachhinein eigentlich erst bewusst geworden, was du da auf die Beine gestellt hast, mit welchem Erfolg das gekrönt war, was für eine Community du da aufgebaut hast und was da überhaupt alles passiert ist mit dir. Ne? Genau, genau. Und da heißt es natürlich auch jetzt, den Menschen, die sich mir anvertraut haben, denen auch dann weiterhin Beitrag zu sein. Und ja. Da bin ich mal gespannt, was so in nächster Zeit alles so aus mir herauskommt an ja, neuen Dingen, mit denen ich quasi Beitrag sein kann. Ja, 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 ja. Das ist auch das Schöne, dass man da aus so vielen Dingen schöpfen kann. Ja. Ja. Das kann man vorher einfach nicht greifen. Ne? Da kann ich mich auch an die ein oder andere Session erinnern, die wir beide dann anschließend hatten, wo ich dir gesagt habe, das können wir jetzt so machen und so machen oder so. Oder ich gebe dir einfach mal alles jetzt mit auf den Weg und dann kannst du da mal gucken, was sich für dich jetzt am stimmigsten, am besten anfühlt. Und dann gehen wir so Schritt für Schritt weiter vor. Das ist einfach genial. Man hat überhaupt keine Zeit mehr, über andere Dinge nachzudenken, außer über Erfolg, richtig? Genau, absolut, absolut. Und Gedanken erschaffen wir uns nun mal unsere Lebenswirklichkeit. Ja, und das Universum schickt einem die Botschaften. Es gilt jetzt, diese Botschaften dann auch zu ergreifen. Ja. Und dann ins Handeln zu bringen. Ne? Ja, und ja. Das ist auch so eine Erfahrung, die mir in letzter Zeit immer mehr und mehr bewusst geworden ist, diese Dinge wirklich, die ich geschenkt bekomme, diese auch zu ergreifen. Mhm. Und es immer weniger über den Verstand versuchen, dann auch hinzukriegen. Ne? Es ist einfach eine Sache, die mehr ins Gefühl geht. Und das ist ein Prozess, der sich in mir immer mehr und mehr auch entwickelt hat. Und das ist so schön zu sehen, dass man auch schon mal den Kopf ausschalten kann und sagen und dem Gefühl vertrauen, sich erlaubt, diesem Gefühl dann auch zu vertrauen, einfach das Vertrauen auch wieder zurückgewonnen hat, diese Wege dann auch gehen zu können, ja. Über das Gefühl und dem auch dieser Energie dann auch zu folgen, statt immer nur den Kopf, den Verstand zu fragen. Denn es ist so, dass wenn man einen Wunsch äußert oder danach fragt, was jetzt dran sein könnte, da gilt es wirklich, der Energie zu folgen. Man muss nicht wissen, wie es funktioniert. Wie ist Aufgabe des Universums?
Genau. Und das ist eine Challenge, wo unser Kopf dann zunächst auch nicht mitkommt, weil wir ja einfach so kopfgesteuert sind. Waren wir aber nicht. Als Kinder hatten wir alle, oder sind wir ganz natürlich der Intuition gefolgt, unserer Wahrnehmung. Wir hatten Lust darauf, dann haben wir das gemacht. Dann haben wir Lust darauf, haben wir das gemacht. Wenn wir rausgeschaut haben, es hat geregnet, hatten wir Lust, Gummistiefel anzuziehen oder auch barfuß einfach rauszulaufen. Wir hatten keine Ansichten darüber, wie, ob das jetzt richtig oder ob das falsch ist. Und wenn wir gesagt haben, wir würden das gerne machen und haben vom Umfeld gehört, nee, das geht nicht, dann haben wir einfach, warum geht das nicht? Warum nicht? Wenn das alles nicht über uns geschüttet wurde, über uns geschüttet worden wäre, so egal, du weißt, was ich meine, wie viel mehr würden wir dann als Erwachsene immer noch unserer Intuition folgen? Unserer Wahrnehmung, in Kontakt sein mit uns selbst. So, jetzt sind nun mal diese Dinge gewesen in der Vergangenheit, bei jedem von uns, nicht weil das böser Wille von irgendjemandem war, das ist so, wie es ist. Und jetzt ab dem Zeitpunkt darf es darum gehen, nicht weiter in der Vergangenheit rumzuwühlen, sondern in die Richtung zu gehen, wo man wirklich hin will, wie du es gesagt hast, das Sprungbrett zu nutzen. Und wen ich eben noch im Team vergessen habe zu erwähnen, ist natürlich die Melanie. Habe ich gerade gesehen, die ist auch mit dabei. Die war natürlich auch immer mit an deiner Seite. Und absolut, absolut. In der Akademie. Ne? Liebe Grüße an Melanie. Ja. Und ich bin am Freitagabend, wir sind ja gerade hier in Deutschland, Freitagabend heimgekommen. Da war Madeleine, unsere Tochter, die ist ja auch mit im Team. Roman ist mit im Team, Norman ist mit im Team. Madeleine war so inspiriert noch vom Kongressgeschehen. Es sind ja auch noch andere in der Akademie, die gerade einen Kongress machen oder in der Planung sind. Da hat sie ganz viel, den ganzen Tag, es hat einfach so geflossen, ganz viele Tools und Dinge noch vorbereitet für diejenigen, die jetzt in der Richtung durchstarten. Also das ganze Team ist so in dieser Energie drin, diejenigen, die da möchten, wirklich zu unterstützen. Genau. Und dann nochmal auch der Unterschied, was es ausmacht, Bremsen zu lösen, wie du das gemacht hast, Resi. Man kann so vier Kategorien von Menschen einfach sehen. Die einen, die haben noch nie was davon gehört, dass man sich seine Lebenswirklichkeit selbst erschafft, dass das Universum eigentlich wohlwollend an unserer Seite ist und. Die anderen, die haben schon mal was von gehört, da kann man sich Dinge manifestieren, so Parkplatz manifestieren und sowas auf Fingerschnipp. Ja, okay, ich weiß, wie das funktioniert, mache ich. Und diejenigen, und das sind die, die in deiner Community sind, und das sind auch diejenigen, die hier in unserer Erfolgscommunity hier sind, die du jetzt zuschaust. Du gehörst zu denjenigen, du willst doch auch mehr wissen, du willst hinter die Kulissen blicken. Du hast dir bestimmt auch schon so oft die Fragen gestellt, wie Resi das eben erwähnt hat. Wer bin ich? Wo komme ich her? Was soll das überhaupt hier auf der Erde? So wie es jetzt bis eben ist, so will ich es eigentlich oder wollte ich es eigentlich nicht haben. Und du hast das Gefühl, da muss doch irgendwie noch mehr im Leben da sein, als das, was du bis eben lebst. Das war ja auch mal mein Ausgangspunkt. Und dann gibt es da auch noch mal so zwei verschiedene Gruppen. Die einen, die sagen dann, okay, das ist mein Seelenplan, okay, das ist meine Lebensaufgabe, okay, das könnte die Richtung sein, ja, es wird aber unbequem. Jetzt kommt so alles in mir auf und jetzt sind da so gefühlt ganz viele Mauern da und eine Schranke ist noch da und dann soll ich auch noch in mich investieren, damit ich überhaupt in die Richtung gehen kann und. Nein, auf gar keinen Fall. Hier mache ich mir wieder gemütlich. Und die anderen, die sagen, hey, jetzt darf ich in mich investieren. Jetzt darf ich wirklich meinen Weg gehen. Jetzt kommt all der Kram auf, was nochmal in mir verborgen ist. Alle Neins, alle erst wenn dann und alle Geschichten und alles Mögliche. Yeah, das löse ich jetzt. Jetzt gehe ich da durch. Und genau das ist das, was du gemacht hast, Resi. Und dafür feiern wir dich so sehr. Wunderbar. Absolut, absolut. Und ich bin äußerst, äußerst dankbar, diesen Weg bisher
gegangen zu sein. Und ja, schauen wir mal, was noch alles kommt. Das Ding ist, es ist immer alles erst der Anfang. Und deshalb ist es auch so wichtig, was wir ja eben schon gesagt haben, gar keine Zeit jetzt mehr an Probleme zu denken, sondern einfach nur an Lösungen und in die Richtung geht's weiter. Und alles, was da irgendwie noch aufkommt, da gehen wir drum rum oder hüpfen drüber oder räumen es beiseite oder sehen es auch gar nicht mehr. Uns geht einfach weiter. Das läuft unter dem Tenor, ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Und gerade auch jetzt, das ist die jetzige Zeitqualität. Und wenn wir da mal was von außen mitbekommen, was da gerade ist, ja und, ich erschaffe mir trotzdem meine Welt, so wie sie mir gefällt. Resi, kannst du dem zustimmen? Absolut, absolut. Also ich kann wirklich nur jedem das ans Herz legen, was die Irmgard gerade gesagt hat. Und selbst wenn es, was auch immer im Außen einem zugespiegelt wird, es gibt immer die Möglichkeit und es gibt immer die Wahl zu entscheiden, ich will all das von außen jetzt einfach nicht mehr weiterverfolgen. Ich entscheide mich jetzt dazu, nach innen zu lauschen. Was will mein Körper jetzt? Was fühle ich gerade? Was kann ich meinem Körper jetzt gerade Gutes tun, wo alles gefühlt von außen zusammenbricht? Das ist eine Möglichkeit und dazu kann ich nur jeden motivieren, diese Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Und wenn man so einen Weg geht, dann kommen diese Möglichkeiten auf einen zu. Und für denjenigen, der diesen Weg geht, gibt es gar nichts anderes mehr. Er weiß genau, was er in welcher Situation, wie er agiert, in welcher Situation. Ja, genau. Dann geschehen diese wundersamen Dinge, die wir mit unseren süßen Köpfchen hier nicht kreieren können. Das geht einfach nicht. Genau. Und das ist auch das Wie dem Universum. Zu überlassen, sich dem Prozess hinzugeben, zu gehen, sich hineinzuentwickeln, hineinzuentspannen und wenn es mal irgendwie herausfordernd ist, Menschen an der Seite zu haben, die einem da weiterhelfen. Ja. Die hatten wir ja in der Kinderstube auch, hatten wir auch Menschen in unserer Umgebung, die uns geholfen haben. Wie kommen wir überhaupt auf die Idee zu denken, ab einem gewissen Alter muss ich es alleine schaffen? Das hat alles was mit dem Selbstwert und zu tun. Und du hast so schöne Abschlussworte hier jetzt gerade gefunden, Resi. Danke, danke, danke. Wir werden noch viel von dir hören in der Zukunft, da bin ich ganz, ganz sicher. Und wenn dich das irgendwie jetzt angesprochen hat, dann, du findest einen Link im Kommentarfeld, bewirb dich um einen der freien VIP-Plätze. Wir sprechen hier tatsächlich vom VIP-Mentoring-Programm in der Irmgard Anna Bronder Akademie. Bewirb dich und dann nehmen wir zeitnah mit dir Kontakt auf und schauen, wie du jetzt auch alle Erfolgsbremsen lösen kannst, um durchzustarten und vielleicht schon ganz bald hier mit mir oder jemand aus meinem Team im Interview hier bist. Resi, hast du noch Abschlussworte? Ein letzter Appell noch von dir. Du darfst das Abschlusswort haben. Es ist alles möglich für dich. Das Universum steht immer auf deiner Seite. Danke, habe den Mut, diesen Schritt zu gehen und geh ihn. Danke, Resi. Danke, danke für deine Zeit, die du dir genommen hast. Danke auch für dein Vertrauen die letzten Monate, dass wir dich auch begleiten dürfen und auch noch weiter begleiten dürfen. Und wir freuen uns auf das, was jetzt noch alles Großartiges am Entstehen ist und auch entstehen wird. Ihr Lieben, danke für euer Dabeisein, für die Zeit, die ihr mit uns hier verbracht habt. Schreibt gerne auch mal eure größten Learnings hier ins Kommentarfeld rein. Und dann sehen wir uns. Habt noch einen wunderschönen Tag, gute Zeit. Wir freuen uns auf das, was jetzt alles entstehen kann und darf. Bis dahin. Ciao. Vielen Dank an euch wunderbare Seelen. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Ciao. Ciao.